Guten Nachmittag, ich schöpfe wieder Hoffnung. Aber die Worte Hoffnung und so weiter, ne? Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, Rettung naht. Die Leute wollen ja gerne gerettet werden. Die gucken ja lieber zu von außen und hoffen auf irgendwas, aber die hoffen letztens auf Rettung. Ich hab's gehört in dem allmorgendlichen Wecker, der Wecker-Podcast am Morgen von Tichys Einblick. Wunderschön, ich spiele das auch gleich vor. Es geht um diese Person, Peter Thiel. Sagte mir nichts, muss ich zugestehen, weil mittlerweile ist mir das alles schon ein bisschen zu viel. Ich habe ja auch zu tun, auf jeden kleinen Pups zu hören. Aber es lohnt sich, den allmorgendlichen Wecker, praktisch die Nachrichten zu hören, weil da kommt man so, wird man so schnell wie möglich informiert. Ich habe das ein bisschen schneller gestellt, also ich höre es immer in doppelter Geschwindigkeit, aber das müsste jetzt eigentlich reichen. So, hier, das ist dieser Tichys Einblick, TE-Wecker, der TE-Wecker, und den habe ich abonniert. Das funktioniert wunderbar. Ich spiele es gleich vor. Ganz kurz zur Person Peter Thiel. In Frankfurt geboren, hört sich auch deutsch an, aber ein deutsch-US-amerikanischer Milliardär, Investor und, das darf man natürlich nicht verschweigen, und rechtsstehender, libertärer Politaktivist. Aha. Na gut, dann dachte ich, guckst du mal, was Tichys Einblick da zusammengetragen hat. Und siehe da, wenn man eingibt, was habe ich eingegeben? Jetzt sieht man es hier oben nicht am Rand. Peter Thiel und dann in Anführungsstrichen Anti-Leerzeichen Vogue und Anführungsstrich zu Ende und Firmen. Dann bekommt man gleich solche Schlagzeilen. Das Handelsblatt, aber das steckt alles hinter Bezahlschranken, ist eigentlich egal. Sagte zum Beispiel, das Magazin New Yorker taufte Ramaswamy den CEO der Anti-Vogue-Bewegung. Und dann steht da was über Peter Thiel und so weiter und so fort. Ich zeige noch gleich was aus dem Spiegel. Dafür ziehe ich mir hier lauter hässliche Cookies rein. Das ist er. Vivek Ramaswamy. Ich sage, es kann sein, dass ich das falsch ausspreche. Das mag mir jetzt egal sein. Er ist reich, radikal anti-Vogue und traut sich in die Höhle des Löwen. Mit einer riskanten Geschäftsidee hat Vivek Ramaswamy ein Vermögen gemacht. Ja, ne? Man muss schon mal was riskieren. Nun steigt der indischstämmige Republikaner ins Rennen um die US-Präsidentschaft ein. Doch dafür muss er es mit Donald Trump. Ja, darum geht's doch gar nicht. Ja, darum geht's. Anti-Vogue. Und das ist meine Hoffnung. Denn jetzt kommt's, kurz gesagt, das hören wir uns jetzt gleich an. Die haben schon vor geraumer Zeit eine Investmentgesellschaft gegründet. Ja, ich weiß. Das ist alles schlecht, das ist alles Geld, das ist alles böse, aber die wollen nur in Firmen oder die investieren nur in Firmen, die nicht woke sind, wo nachweislich keine Idioten am Werk sind. Das ist es. Denn alle anderen, die werfen keinen Profit mehr ab, diese woken Idioten. Sondern das ist das, was die beiden und noch einige andere antreibt. Die sagen einfach, das geht so nicht, da kommt doch nichts raus. Jetzt hören wir uns das noch an, aber ich sage, Leute, erwerbt Wissen und auch ihr seht die Rettung nahen. Das muss nicht QAnon und Co. sein oder Reichsbürger und sonst was. Hat ja bisher alles nichts gebracht. Da hatte ich wahrscheinlich mit meinem bisschen Menschenverstand schon innerlich recht gehabt, dass das Quatsch ist. So, jetzt hören wir mal kurz in Tichys Einblick hinein. Ich hoffe, der hat nichts dagegen. Einer hat ja das schon vorausgesehen, nämlich der berühmte Investor Peter Thiele, Ja. ein Deutscher, der in Amerika Furore gemacht hat. Und der hatte schon Mitte vergangener Woche gesagt, Leute, holt euer Geld da von der Bank ab. Woher weiß der das? Was hat er da getan? Ich glaube, da kommen zwei Faktoren zusammen. Zum einen ist Peter Thiel explizit dafür bekannt, dass er dieses ganze Woke-Management komplett ablehnt. Und das muss man sagen, Peter Thiel ist selber homosexuell, scheint ihn aber nicht daran zu hindern zu sagen, er hält das alles für völligen Blödsinn, dass man eine Quote für Schwule, Lesbe, Gays, was weiß ich, braucht. Peter Thiel hat mit seiner Asset-Management-Firma bereits am Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich, seinen Kunden geraten, das Geld abzuziehen. Peter Thiel selbst hat auch mitgewirkt an der Gründung eines Asset-Managements für nicht-woke Firmen. Das ist ein ganz neuer Trend hier. Da werden nur in Firmen wird, investiert, die nachweislich keinen Vorstand nach Quote haben, die nachweislich niemanden eingestellt haben, weil er People of Color oder behindert oder sonst was ist, sondern die rein nach Können einstellen und die auch rein profitorientiert sind und die nicht sagen, das Wichtigste ist uns die Environment und Sustainability und alles. Um den Profit kümmern wir uns später, weil Peter Thiel sagt, das ist völliger Quatsch. Wer sich um Profit kümmert, kümmert sich auch immer darum, dass es insgesamt allen gut geht. Und wäre es nicht profitabel, in, ich sag mal, Sonnenenergie zu investieren, in Solaranlagen etc., dann
macht man das auch nicht. Das heißt, ist es profitabel, wird es gemacht. Ist es nicht profitabel, ist es Quatsch. Suse Hege in Amerika, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Na, das lässt doch wirklich hoffen. Und da ja aller Blödsinn aus den USA zu kommen scheint, kommt diesmal mal was Gutes. Und ich hoffe, so wie der Gouverneur DeSantis, dass es noch mehr Kräfte dort gibt, damit dort drüben mal eine Umkehr kommt. Vielleicht wachen dann unsere, die so gerne gerettet werden, auch auf und retten sich selbst. Naja, wissen wir nicht, werden wir sehen. Es ist Stoff zum Diskutieren, gerne. Allerdings, wer hier lediglich rumpoltert und rumschimpft und so weiter, der fliegt raus. Alles klar? Na dann, bis zum nächsten Video. Hoffen wir das Beste und arbeiten wir selber daran mit, denn die Leute, die was können, haben wir ja gehört, von denen hängt's ab und nicht von den anderen. Und diese anderen, die müssen wir wieder in ihre Schranken weisen, da wo sie hingehören. Manometer, hat doch die ganzen Jahrtausende geklappt. Plötzlich soll alles anders sein. Wo sind wir denn hier? Also, erwerbt Wissen, macht was, macht's gut, aber macht's wirklich. Bis dann. Tschüss, tschüss.